Hallo zusammen. Salve a tutti. Heute mal wieder mit Bild. Ich bin rasiert, deswegen kann ich mich zeigen. Eigentlich wollte ich diesen Film morgen machen und am Freitag auch keinen, also Mittwoch keinen, am Freitag keinen, weil ich am Freitag in den Gargellen rumspringe, bei gefühlten minus 50 Grad, aber anscheinend muss man sowas ab und zu mal machen. Aber morgen, habe ich dann festgestellt, ist hier so ein Event bei der GetEx. Da kommt der Jörg Scherer mit dem Christian Köker von der HSBC und die machen den Jahresausblick. Und da will ich unbedingt dabei sein, weil wenn ich die schon mal sehe und die kommen aus Düsseldorf hier runter, dann, also ich will da unbedingt dabei sein und mit denen hinterher noch ein Bierchen trinken gehen. Wir warten auf diese Zahlen hier. Das ist morgen. Ab 14:30 Uhr kommt der Woller rein. Ja? Verbraucherpreisindex, Erstanträge, Arbeitslosen und so weiter und so weiter. 14:30 Uhr, Ami-Zahlen sind immer wichtiger als die deutschen Zahlen. Das ist schon seit langem so. Und vorher wird nicht viel passieren. Das sieht man auch hier, das ist der Tagesschart. Die Bänder sind nach wie vor extrem eng. Das untere ist bei 16,579 und das obere ist bei 18, bei 16,839. Super eng. Ich habe die schon lange nicht mehr so eng gesehen. Der Markt ist auf dem Sprung für die nächsten 300 Punkte nach oben oder nach unten. Aber ich vermag es vor dem Hintergrund dieser Technik hier. Und ich zeige es auch gleich in den kürzeren Zeiteinheiten nicht erkennen, ob wir jetzt mehr Chancen haben, drüber zu springen oder abzufallen. Für mich sind, ich mache nochmal diese Linie rein, die ich neulich schon mal gezeigt habe. Für mich sind jetzt die Bänder die ersten Bezugspunkte. Gehen wir also über die 16.840, sehen wir auch meines Erachtens nach relativ schnell den Bereich um 17.000. Gehen wir unter die 16.585, sollten wir relativ schnell die 16.447 sehen. Beides, sowohl der untere als auch der obere Punkt, sind für mich, werden verantwortlich sein für die nächsten 200 Punkte drüber oder drunter. So möchte ich es mal formulieren. Aber heute hier und jetzt um 18:42 Uhr habe ich vor dem Hintergrund des MACDs neutral, Stochastik, das ist ein Wert von 0 bis 100, wir stehen bei 50, habe ich kein Signal, was mir irgendwie mehr Vertrauen gibt für ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten. Ich habe es nicht. Auch auf den kürzeren Zeiteinheiten, wie hier zum Beispiel 4 Stunden. Von der Technik her neutral, neutral. Hier auch in der Mitte der Bänder völlig neutral. Ich habe hier gar nichts. Überhaupt nichts. Und wenn ich nichts habe, muss ich nichts machen. Da ist einfach Geduld gefragt. Das heißt, morgen so ab 14:45 Uhr wird es mit Sicherheit, naja, sagen wir mal, deutlicher. Dann sind wir entweder hier drüber oder wir sind hier drunter. Und dann kann man eher mal was machen. Aber mich jetzt hier festlegen zu wollen auf eine Seite, also für mich ist das eher Zufall. Selbst auf der Stunde oder auf der Stundenebene habe ich hier nichts. Die Hochs sind tiefer, aber die Tiefs sind höher. Das läuft hier richtig schön seitwärts weg. Auch hier, wir sind um die 50. Wir sind völlig neutral über das MACD. Also wenn hier einer was ablesen kann und will, Respekt, ich kann es nicht und das zwingt mich dann auch zum Nichtstun. Und das ist halt das berühmte Ding, Börse und Geduld gehört unbedingt zusammen. Ich habe euch Scheine mitgebracht, das sind die gleichen wie letzte Woche. Moment, jetzt gehe ich erstmal hier nochmal auf den Tag zurück. Zeiteinheit, Tag, so, nochmal hier die Scheine reingeholt. Ich habe also den 15.800er Call, der ist unterhalb oder am 50er Retracement. Ich habe den 16.073er, da sind wir unterhalb von diesem Bereich hier unter dem 38er und ich habe als Put den 17.200er und den 17.500er. Ich habe keine Position, also zumindest nicht im Index. Ich gehe auch nicht mit Position in die Zahlen morgen rein. Das ist Zockerei. Viel Spaß mit, ich mache es nicht, ich habe da keine Lust zu. Zumal ich ja dann abends auch weg bin und am Freitag auch. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.